In den USA ist etwas wirklich Gruseliges entdeckt worden. Und zwar tauchten im Internet Videos und Fotos auf von einem 10 Meter großen Krokodil. Ein quasi echter lebender riesiger Dinosaurier. Ihr müsst wissen, das größte Krokodil, das es eigentlich auf der Welt gibt, ist das Salzwasserkrokodil, das ungefähr 5,2 Meter Maximum groß werden kann. Das Krokodil in den Videos ist aber quasi doppelt so groß wie das eigentlich größte Tier. Es ist also etwas, was eigentlich so nicht existieren sollte. Und deswegen reden viele Leute im Internet davon, dass es scheinbar ein prähistorisches Krokodil ist. Ein echter Dinosaurier, der nun in einem See wiederentdeckt wurde. Während viele Leute Panik haben und schreiben, dass dieses Krokodil auf der Jagd nach Menschen ist, geben andere Leute Entwarnung, da es durchaus auch einfach nur ein Animatronic sein kann, der derzeit einfach falsch betitelt wurde.